der Regenschauer. Also wir bleiben jetzt vorderhalb von dem Schauer. Die kleine Schauerwolke im Westen stört nicht. Aber die Quellwolken oberhalb sind einfach zu viel. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier auch keine Thermik finden, weil es so abgeschattet alles ist. Es reicht also an diesem Nachmittag nur für eine kleine Platzrunde über Königsdorf, zwischen Bad Tölz und Wolfratshausen gelegen. Segelfliegerschicksal, ohne Sonne kein Aufwind, entsprechend kurz ist dieser Flug. Kein Problem für Benjamin Bachmeier. Er ist seit fast 20 Jahren Segelflieger. Tut das Fliegen jetzt eigentlich inzwischen nach über 4000 Flugstunden nicht mehr deswegen machen, weil es so schön ist, die Erde von oben anzuschauen. Natürlich ist es schön und natürlich genieße ich es jedes Mal, aber das ist nicht mehr mein Hauptantrieb, weil ich habe es gesehen. Ja. Mir geht es darum, dass einfach jeder Flug wieder ein zu lösendes Problem ist. Ja. Das ist ein Spiel wieder. Ich sage mal Schach gegen die Schwerkraft. Und die Regeln in diesem Schach gegen die Schwerkraft gibt der 33-jährige Ingenieur gerne weiter. An diesem Tag hat er zwei Flugschüler. Immer gucken, ob jemand im Anflug ist, weil genau hier gehen tief die Flugzeuge im Landeanflug durch. Schnell die Landebahn queren, es herrscht großer Andrang. Rund 70 Segelflugzeuge sind in Königsdorf stationiert. Die Flugschüler müssen sich in die lange Warteschlange für den Seilwindenstart einreihen. Paula ist 16, sie will später große Verkehrsmaschinen fliegen und heuer noch, so bald wie möglich, ihren ersten Alleinflug im Segelflieger machen. Am Anfang der Saison ist man immer noch ein bisschen mehr aufgeregt, aber mittlerweile habe ich wieder genug Starts, dass es eigentlich geht mit der Aufregung. Ja, richtig. Ich habe Fenster ist zu. Okay. Landungsstelle ist richtig. Dann das Kommando für die Seilwinde. Es geht sehr schnell und sehr steil hinauf. Sehr bald sind Paula und Benjamin dem Spiel von Wind, Thermik und Schwerkraft überlassen. Und haben das Seil ausgeklinkt. Dank der Sonne wird die Luft am Boden jetzt gut erwärmt und an manchen Stellen steigt diese warme Luft auf. Kreisend steigen Segelflieger in dieser Thermik in die Höhe, um dann möglichst lange zu gleiten. Dieses Spiel hat Benjamin im März über 12 Stunden an einem Stück gespielt. Das ist ein bisschen Sport, ein bisschen Kunst, ein bisschen Denkaufgabe. Natürlich ist alles dabei. Ja. Segelfliegen kombiniert das alles. Das ist echt cool. Ja. Auch wenn es auf diesen Fotos von Benjamins Langstreckenrekordflug nicht so aussieht, es herrschte damals Föhn auf einer Breite von vielen hundert Kilometern. Nur in dieser Wetterlage sind Rekordflüge machbar. Zweimal ist Benjamin dabei zwischen Graz und Liechtenstein hin und her geflogen. Insgesamt 1250 Kilometer. Da kommt nicht viel drüber. 12 Stunden lang an einem Tag konzentriert, genau das zu tun, was man lange geplant hat, in diese Erfüllung da drin zu finden, dass der Plan auch funktioniert. Das ist nichts, was man so schnell wieder vergisst. An normalen Tagen aber gibt Benjamin Bachmeier ehrenamtlich Segelflugstunden, um seine große Leidenschaft möglichst vielen Menschen zu vermitteln.